Hallo, hier ist Alex aus dem Autoladen und heute zeige ich euch einen sehr, sehr schönen BMW 430i M Sportpaket. Das Fahrzeug ist aus Baujahr 2016, hat knappe 73.000 Kilometer runter und steht in der Farbe Carbon-Schwarz da. Ich finde, dass die Farbe bei diesem Fahrzeug wirklich sehr, sehr schön wirkt. Wie gesagt, Baujahr 2016, knappe 74.000 Kilometer oder 73.579, um genau zu sein, ist eine wirklich sehr, sehr schöne Sache. Auch gerade dieses schwarze Grill mit diesen farblich abgesetzten Streben finde ich immer ein Hingucker. Vorne natürlich PTCs, Nebelscheinwerfer, ihr habt Bixenon, auch eine sehr, sehr schöne Sache. Jetzt gucken wir uns mal die Räder an. Hier habt ihr eine originale M-Felge, 18 Zoll Leichtmetall mit einer wirklich guten Bereifung noch. Also die ist wirklich noch gut, die Bereifung. Ja, wie gesagt, Allgemeinzustand des Fahrzeugs ist wirklich auch gut. Jetzt gehen wir mal in das Innere des Fahrzeuges. Ja, auch hier seht ihr wirklich diesen guten gepflegten Zustand. Ja, elektrische Fensterheber vorne und hinten, Spiegelverstellung elektrisch natürlich. Ihr habt Memory-Sitze, elektrische Funktion, Sportsitze natürlich, auch in einem, ja, ich würde so sagen, grau mit blauen Akzenten. Auch sieht sehr, sehr schön aus. Ja, ihr habt das Sportlenkrad natürlich, Leder, M-Optik, ja, Lichtautomatik. Ist ein 6-Gang-Schalter. Wie gesagt, man kann zwischen verschiedenen Sportmoden oder Eco Pro kann man dort halt verschiedene Sachen sich einstellen, sportliche Fahrweise oder ein bisschen Komfort. Wie gesagt, ja, hier Bedienteil in der Mitte habt ihr natürlich mit diesen gebürsteten, Sachen wie diesen Leisten, was auch sehr, sehr schön ist. Ihr habt natürlich Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung. Also hier ist wirklich alles vorhanden, was man braucht. Wie gesagt, auch der Allgemeinzustand ist wirklich sehr, sehr schön. Ihr habt einen dunklen Dachhimmel. Was man auch sofort merkt, es ist ein Nichtraucherfahrzeug und auch ein tierfreies Fahrzeug. Jetzt gehen wir mal in den hinteren Bereich. Ja, hier seht ihr auch, wie gesagt, hinten habt ihr reichlich Platz, Mittelarmlehne. Auch hier Isofix natürlich vorhanden. Auch die Qualität hier hinten der Sitze ist wirklich sehr, sehr gut. Ihr habt natürlich Harman und Kardon Soundsystem. Finde ich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, wie gesagt, auch hinten die abgedunkelten Scheiben. Ja, wirklich gut. Hinten macht er natürlich auch eine sehr, sehr gute Figur. Wie gesagt, auch natürlich hinten PDCs vorhanden. Jetzt machen wir mal die Kofferraumklappe auf. Elektrisch natürlich. Und auch hier habt ihr wirklich ein wirklich sehr, sehr gutes und großes Platzvolumen. Also hier könnt ihr auch mal Passagier transportieren. Also einfach die Mittellehne mal umklappen, durchladen und fertig. Also hier geht wirklich allerhand rein. So, jetzt machen wir das mal zu, das Ganze. Jetzt sind wir schon auf der Beifahrerseite angelangt. Auch hier spiegelt sich wirklich der gute Allgemeinzustand wieder. Also ich habe wirklich nur minimale Gebrauchsspuren wie einen kleinen Kratzer oder einen kleinen Steinschlag gesehen. Aber sonst steht das Auto wirklich sehr, sehr gut da. So, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.